Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge LS22 PS5 hier auf Ort Ballerong. Natürlich immer noch kräftig damit beschäftigt, hier Felder zu vergrößern. Ne? Wir werden jetzt hier drüben noch ein Stück weit Feld noch mit erstellen. Steinesammler sind unterwegs, hat mir das erste Mal leer gemacht. Und natürlich tun wir schon unser Grasfeld dreschen. Dreschen nicht das Gras. Wird vielleicht auf irgendeiner Modmap mal wieder gehen, auf dem PC, dass man das Gras dreschen kann. Aber auf der Konsole glaube ich das nicht. Ja, drüben haben wir auch ein bisschen Haken reingehauen, ne? Aber ja, das ist jetzt so. Scheint, weil das so abschüssig ist hier. Aber sind eben doch ein paar Quadratmeter mehr, wo man auch was mehr ernten kann. Natürlich auch mehr bearbeiten müssen, alles richtig. Machen wir auch noch gleich ein Vorgewände runter. Ja, die Zeit, die rennt. Ne? Auch wenn wir nur Zeit 2 spielen, aber ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen. Wir müssen ja eigentlich am heutigen in dem Tag nur noch hier drüben fertig Steine gesammelt kriegen. Wir müssen nur noch kalken. Wir müssen nur noch Raps ansehen. Wir müssen nur noch Grasfeld mähen. Wir müssen nur noch Ballen einwickeln und walzen. Mal gucken, ob wir das alles schaffen. Weil gut, wenn der hier durch ist. Lügen müsste der eigentlich mulchen, weil das große Feld drüben werden wir nicht lügen. Weiß ich, was müssen wir mit den zweien machen? Also wenn, dann müssen wir die zwei ja aber mulchen, ne? So, ich habe Feld erstellen können. Darf ich nicht in die Karte gucken, das geht schief, sowas. Nicht, dass wir hier durch den Fluss eine Furche ziehen und läuft das Wasser ab, ne? So, hier einen Helfer einstellen, da kann er weitermachen. Weil es natürlich mit der Arbeitsbreite verlockend alles zu flügen, ne? Kann man keinen Unfall, steht fest. Also wenn, dann müssen wir die drei Felder mulchen, ne? Hier, das werde ich nicht größer machen, wir wollen ja hier oben was hinstellen, hier unten machen wir auch nicht größer, denn wir brauchen doch hier auch keinerlei Kalk, ne? Nee, das wird... Ah, hier müssten wir Steine noch wegsammeln, die gelben. Können wir das noch nach dem Mulchen machen? Beziehungsweise mal was gucken. Unser Mulcher, den wir besitzen. Garage. Wir haben ja... Also wir haben ja den Mulcher gekauft. Der braucht 200 PS. Und er hat 170, er kann noch nicht mehr mulchen, ne? Das muss schon unser Glas mulchen hier. Denn Geld von der Bank kriegt man keins mehr, oder? Nee. Ein Trecker im Angebot. Ja, der Lindner mit 136 PS, das brauchen wir nicht. Wir wollen definitiv das Zuckerrübenfeld kaufen. Wir müssen definitiv uns einen, naja, 600.000, also 100 für 140 kriegen wir keinen Smart PS Trigger. Müssen wir alles mit unseren Geräten soweit schaffen, ja. Mal schauen. Weil wir müssen ja dann auch die Ballenpresse selber fahren. Sind wir auch noch mal ein ganzes Stück beschäftigt. Na, derzeit können die eigentlich die Felder mulchen dort. Also das ist schon hier das höchste der Gefühle wahrscheinlich für ihn hier. Ne?
Was braucht noch der Steinesammler für eine Leistung? Ja, 120 PS, ja, das geht schon. Nützt auch nichts, wenn wir unseren Schmalspurbereiften davor hängen mit 135. Wir haben bei den Marcel Ferguson einfach nicht genug Leistung. Können wir den. Das ist ein 3670. 3670. Ne, das ist schon der größte Motor, ne? Den gibt es nicht größer, den Motor. McCormick. Den Valtra, den haben wir ja weggegeben, ne? John Deere, 190. Ja, das wäre denn hier Landi. Na, ja, da besitzt man einen, ne? Alles schon zu kostspielig. 7er Fendt, ne? Ja, 209.000. Kriegen wir nicht zusammen. Ja, doch. Ja, den Raps könnte man noch verkaufen. Mach ich so unten. Wäre zu überlegen. Nur wer fährt hin? Denn wenn wir gucken bei den Raps, ja, November wäre der beste Preis, dann, den wir erwarten könnten. Jetzt haben wir August, September, Oktober, November. Also der Rapspreis wird noch steigen. Bloß im November brauchen wir keinen Trecker mehr. Ne? Tja, ich weiß es nicht. Gut, wir fliegen erstmal wieder fertig. Oder beziehungsweise machen wir erstmal eins, wir kaufen erstmal das Land. Das wollen wir ja definitiv kaufen. Düngerstufe müsste ja dort auch noch eine drauf. Das kann natürlich unser Schmalspurbereifter machen, ne? Da hat er natürlich auch noch was zu tun, ne? Und wir brauchen dann auch noch so, ja, 30.000, ne, werden wir auch für einen Rübenernter brauchen, wenn wir den mieten, ne? Feld ist natürlich relativ unförmig, ne? Egal wie, wir müssen hier anfangen irgendwo. Oh, wir kriegen gar keine Düngerstufe drauf.
Nee, tut sich nichts. Muss aber noch was gedüngt werden. Ne? Dann müssen wir auf den nächsten Tag warten. Aber wenn wir die Rüben verdammt klein aussehen, ne? Dann ernten wir die. Ja, Quatsch, dort muss ich doch gucken. Ja, einen Tag noch wachsen und dann ernten. Und sie haben jetzt vom Wachstum her hellgrün. Oh, das geht schief. Ob das gut geht? Wieso haben die den hellgrün jetzt auf einmal? Na, ob das richtig war, was wir jetzt gemacht haben? Das möge ich mal noch bezweifeln. Die werden doch nicht mehr angereift dieses Jahr. Ich glaube, da haben wir uns jetzt ein bisschen verkalkuliert. Ja, mal schauen. Ja, er lässt ja auch minimalistisch stehen, aber das ist dann so, das können wir nicht weiter ändern. So, wir werden aber ihn hier gleich nochmal leer machen. Noch einmal Augenblick Zeit. Müssen dann bloß mal unten gucken. Na gut, sehen wir ja über die Karte, ob unten alle Steine weg sind. Das ist aber verdammt hellgrün noch, ne? Was ist denn das dort oben? Ach, das ist schon... schon angepflanzter Raps durch die KI für die nächste Saison. Und die anderen Rüben hier nehme ich, die haben ja schon eine weitere Grünstufe. Gut, dann könnten die natürlich im, im November dann erntereif sein. Ja, mal gucken, ob das noch was wird. Das sieht aber hier ganz gut aus, ohne dass wir jetzt geguckt haben. Eigentlich wollten wir auf der Karte gucken, wie es mit dem Stein hier drüben aussieht. Ne? Ist natürlich alles gekrubbert, ist klar. Steine sind auch alles weg, möchte ich meinen. Er dreht auch richtig rum, das passt alles soweit.
So, dann richten wir jetzt hier einen Mulch um. Können wir den Flug wegstellen? Ja. Die restlichen Felder werden gemulcht. Außer dann Zuckerrüben. Mal gucken, was wir dort machen müssen. Das weiß ich noch nicht. Warum haben wir überhaupt das Gewicht abgemacht? Hier könnte man auch noch ein bisschen was alt anschalten. Aber dann müsste man ja auch hier entsprechend oder kalken. Das können wir ja immer noch nächste Saison machen. Ganz schön zu tun, ne? Obwohl er genügend Leistung hat, ne? Hier mal glatt Gras weggemulcht. Wir haben schon die Meldung, dass unser... Hier ist natürlich auch deutlich weniger Platz, ne? Dass unser Rasenmäher fertig ist, ne? Aber ob der Grasmäher fertig ist, das werden wir uns heute in der zweiten Folge angucken. Und werden wir auch in der zweiten Folge hier unser Mulcher losschicken. Das eine Vorgewende sollte auf beiden Seiten eigentlich reichen, oder? Brauchen wir ein zweites? Ich denke mal nicht. So, dann werden wir hier in der zweiten Folge halt einen Helfer einstellen. Und gucken, was unser Gras macht. Der wird auch fertig sein, hoffe ich mal. Und dann werden wir Ballen pressen können. Ja, genug zu tun, ne? Also, wer möchte, 16 Uhr geht es hier weiter. Bis dahin. Und tschüss.